Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Das war ein bisschen zu viel für... Ach, das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Spruttle wird sich freuen. Das war nur einer. Okay, ach so, da geht's hoch. Ich dachte, wir müssen die tauchen. Wir sammeln mal noch mehr, weil wir können selber welche gebrauchen. Na, wundervoll. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Aus dem Weg. Nicht Vertrigo. Aus dem Weg. Das ist schlecht. So mit so einem Troll, ja genau. Aus dem Weg. Das zerschmettert. Das hat man sicher bis London gespürt. Trollpuppe. So, wo sind wir denn jetzt hier reingeraten? Hier wird noch eigentlich woanders hin. Aber gut, dass wir hier wieder die Höhle von einem Troll gesammelt haben. Oh, mein liebes Sirona, das ist eine von den Briefen. Als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist, und darüber nachgedacht, meine Eltern ein paar Öle zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein Negilimens bist. Und doch schien es mir so, als könntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich will niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte volltrupfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist.
Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anderes gewesen sein solltest, als die selbstbewusste und Zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du ganz ohne Magie alles und jeden in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen könnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshauses erkannt und mir die Hand gereicht hast. Immer die deine, Mira. PS, besagt Mrs. Bottle, dass ich sie und Mr. Bottle immer noch besuchen will, soweit ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergesslichen Kesselkuchen. Und hier sind die ganzen Briefe. Ich hoffe, Sirona verzeiht mir, dass ich die lese. Eigentlich macht man das nicht, aber es ist echt schön. Muss ich echt sagen, das zu lesen, Hintergrundgeschichte von... Ist so ein bisschen Hintergrund von ihr, von Sirona. Liebe Sirona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. Dankbarkeit, Sean. Hier sehen wir, was für einen Eindruck sie auf andere hatte, auf ihre Mitschüler und auf was sie für eine Person war. Das ist, finde ich eigentlich sehr cool, dass man das mal den Charakter ein bisschen tiefer bringt dadurch. Mein liebes Sirona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Bottle geschrieben, aber fühlte mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch von Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über diesen ulkigen Dom gekichert hatten. Hat er wirklich geglaubt, er würde singen? Mrs. Bottles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich will noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen. Du heißt nicht. Das heißt nicht, dass ich es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slowen hat. Von Danken jetzt. Phänomena. Was müssen Sironas Briefe sein? Liebe Sona, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in die Küche gemogelt und Frankie gebeten, die Waldbeercreme zu machen, die du so gern magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht genau, woher sie zu dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Frankie ist wirklich genial. Bess. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Ja, nachdem ich ihren Brief gelesen habe. Ihr verratet's nicht. Psst. Sie wird's nie erfahren. Und wenn es erfährt, wird sie mir wohl verzeihen. Liebe Mrs. Bottle, Mutter und Vater waren hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen beim Besenknecht verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über mein Kleinlichtversuch lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung, mit der hochkomplexen Kunst eine Hautnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen, geht es mir ganz ähnlich. Aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und ich habe es ihnen zu verdanken, dass ihnen, okay. Ich dachte, es ist eine Schulfreundin.
Ah, lieber Mrs. Bottle. Ah, okay. Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie ein unverschämt guter, gut gekleideter Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Erlebnis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. So die drei Besen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mr. Spottle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meinen Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. Dankbarkeit Sirona. Oh cool, ein Brief von Sirona an. Ich glaube, das ist Pflegemutter. Alles. Sirona wird sich darüber freuen. Das ist doch mal eine tolle Backstory zu Sirona. Nachts im verbotenen Wald. Und dann lass uns schnell gehen. Schnell hier verschwinden. Floh fliegen. Zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Hier ist noch einer. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Doch, das wird man. Ein kleines Butterbier. Made me back on track. Mir eine Schachtel mit Briefen zuzugeben. Das hat schon bessere Tage erlebt. Eier von Erschwinderin. Ach, sind das Tierwesen, die diese menschlichen Gestalten? Das sind doch auch Erschwinderinnen, oder? Was hier unverschämt. Guck mal da. Ein nach dem anderen. Ich werde dich töten, dass du mal vorbeikommst. Nicht leise genug. Das ist sehr viel. Geführt. Ein Lager erledigt, noch eins übrig.
Ah, haben wir beide bei auch mal einen Nagel aufgelöst. Mantel bekommen. Ich werde mal kurz ins Inventar gucken. Eine neue Brille. Können wir zumindest mal aufziehen und ihren Look ändern. Einfach mal die Stats mitnehmen. Oh, der hat fast was. Frag mit Prägung. Wow. Eigentlich nicht schlecht. Ich mag den Umhang hier zu sehr. Das schöne Cape. Gleich das nächste Lager oder was? Na dann, wenn wir schon mal da sind. Du solltest es wieder rein. Alle haben Schild. Wie unglaublich. Ich bin zwei Quests mit einer. Dorf von die Kuba ist das sein. Ein letzter Mensch weniger. Du wirst bereuen, hier zu sein. Du bist wie ein Arme, kommst du nicht davon. Der nächste. Beide Lager geräumt. Madame Baumann wird sich freuen. Ein bisschen Loot mitnehmen. Sie ist schon kommen. Am Ende haben wir die Lage, dass da kommt der große Plot-Twist. Der große Plot-Twist, dass wir die ganze Zeit auf der falschen Seite standen. Nö. Das war nur eigentlich allen Grund dazu hat, böse zu sein und so. Wenn man das erklärt dann und dann. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Wir stehen dem Guten eigentlich die ganze Zeit nur in der Nähe, im Weg. Personen. Plot-Twist. Ich hoffe es nicht.
Aber zurück in die drei Wesen. Hallöchen, Sirona. Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Sprottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Über einige der Briefe habe ich mich gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie beide scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jeder andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich... Nun, hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Das ist sehr schön. Da war ein Brief von einer gewissen Mirabel. Ist das Professor Garlick? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird ihr sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabel stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. In einem der Briefe wird Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Ach, und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Fassregal. Der Sirona, der Besitzerin der drei Besen, hilft immer gerne. Nichts würde ich lieber tun. So. Was haben wir hier noch? Eins innerhalb von Hogwarts. Demigeist-Mode könnten wir gerade machen, wenn wir gerade schon hier sind. Das ist eher was für den Stream, das haben wir schon angefangen im Stream und das ist dann eine Sache, die auch relevant für den Stream ist, mit einem neuen Zauberspruch und so weiter, das ist fast eine Hauptquest, deswegen lasse ich es mal lieber. Sprich mit Perry Pippin. Ja. Flugprüfung wäre auch mal interessant. Koboldlage könnte man noch ausschalten. Könnte man das machen und hier den Grund des großen Sees, das wäre auch mal interessant. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Das hat Eindruck hinterlassen. Das will ich auch hoffen. Oh je, da müssen wir hinfliegen. Das schafft man nicht zu Fuß. Auf geht's nach Hogsmeade. Nein, eben nicht. Thank you.
manchmal klappt das nicht mit dem Besen. Aha. Ey, mal quer über den See. Aha. Aber nur kurz hinwegfliegen. Schwenkt überhaupt kurz. Sturzflug. Fantastisch. Kobolds-Nachricht gemacht. Ein Lager. Das muss es sein. Wie viele sind hier denn noch? Wie unverschämt! Offenbar gibt es mehr als einen Eingang. Ist mal gegen die hier. Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Wir haben nicht vergessen, dass du bist. Glaubst du, du hast mehr Ausdauer als ich? Ist hier noch jemand? Ein bisschen Geld, das kann ich gebrauchen. Fremden Karren aus dem Lager. Nein, aber du scheinbar. Am Boss. Du bist am Boss. Du kannst uns nicht aufhalten. Das Arrest-Momentum sagt sie viel zu. Viel zu unbedeutsam. Ach, hier ist noch einer. Sehe den Angreifer nicht.
Finde ich immer sehr prickelnd. Du versuchst es nicht mal. Ah, das dann gleich. Das war gar nicht schlecht. Und jetzt zu Arns Karren. Erstmal looten. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Mitten im Kobold-Lager. Und die Rätsel begreifst du meistens nicht. Konfringo! Ja, wie jetzt zum Beispiel. Ich verstehe nicht, was hier gemacht werden muss. Sie Merlins Rätsel, ich werde mir irgendwann mal wissen, was sie wirklich machen müssen. Da werde ich mir eine komplette Lösung dazu nehmen und das einfach mal machen, wie es mir die komplette Lösung sagt, weil ich verstehe hier manches wirklich nicht. Da gibt es auch keine Anzeichen darauf. Was die Sache sein könnte. Jetzt suche ich erstmal Karren. So, hier vielleicht irgendwas. Leviosa. Revelio. Hier sind Plattformen, aber was macht man mit denen? Wingardium Leviosa. Das offensichtlich nicht. Contringo. Tja. Ist das der Karren? Ein Karren aus dem Lager. Das ist der anderswo. Hier sind wir in ganz Rudel geraten. So ist der Menschheit. So ist der Menschheit. Wo es einen angreift.